gruselige Musik in meiner Stadt. Man weiß nicht, was los ist. Man sagt, Aliens wären da. Und mit den Aliens ist auch wieder Matze dabei. Es geht weiter bei SimCity. Kleine grüne Männer vom Mars, sagst du? Oh, oh, die Musik wird so laut, so episch. Mars Attacks Reloaded. Und ich muss erstmal gucken, wo es kommt. Weil wir haben natürlich perfekt für euch pausiert, damit ihr den Angriff der Marsianer miterleben könnt. Oh, da ist es. Über meiner Müllhalde. Es nimmt meinen Müll weg. Nein, wie böse. Dum, 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 dum. Ganz, ganz böse. Dum, 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 dum. Was hast du vor? Ey, ein Raumschiff. Du wagst... Oh mein Gott, es beamt meinen Müll weg. Weißt du, wie cool das ist? Das sehe ich jetzt gerade. Es ist ein riesiges Auge unten dran hängen. Was alles beglupscht. Das hatten sie gerade bei den alten SimCities auch schon gehabt, die riesen Augen unten dran, die alles beglupschen. Das sieht so lustig jetzt aus. Guckt euch das an. Ich beobachte jetzt gerade schon das UFO, was ja klar ist, ne? Der Spaß muss ja Sinn. Also, Alien-Angriff hatte ich bisher noch nie gehört. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Oh mein Gott, mein Müll ist weg. Was mache ich jetzt nur? Neuen produzieren? Mein Müll, lasst mir doch, nehmt doch meine Stadt, meine Polizeiwachen. Aber doch nicht meinen Müll. Und da fliegt es episch in die Höhe, zieht einen Schweif hinter sich her und keiner weiß, was es noch vorhat. Jetzt fliegen so hoch, packt die dicke Laserkanonen aus und zerbumsen in der ganzen Stadt. Oh mein Gott, es ist so gruselig. Und es ist weg. Und wo ist es? Hallo? Hallo? Abgehauen. Die Musik ist immer noch episch laut, aber das Raumschiff ist einfach fort. Fort? Hallo, Raumschiff. Hallo? Juhu. Kein Raumschiff mehr. Aber eine meckernde Polizeiwache. Warum auch nicht? Wir kommen mit der Kombination in der Stadt nicht mehr klar. Bla 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 bla. So schnell wie sie da waren, die Aliens sind sie wieder weg. So geht das, ne? Da guckst du kurz hin, dann ist es. Zack, bam, boom. Und dann wird die Musik aber nicht leiser. Dann müsst ihr doch. Hallo, ihr müsst doch irgendwo sein, Aliens. Möchtest du mir nicht vielleicht ein bisschen Eisenerz abkaufen? Nö. Warte. Also wir machen dann, solange die epische Alien-Musik ist, weiter nach Suche nach verlassenen Gebäuden, die genauso laut zusammenkrachen. Jetzt rase ich meine Musik. Ach nee, das war andere Musik. Und jetzt lassen wir mal die ganze Zeit ein bisschen schneller vorlaufen. Und in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen zu SimCity. Die Alien-Zeit ist vorbei, weil die Musik läuft immer noch episch, aber eigentlich ist es nicht mehr so episch, sondern eher langweilig. Vielleicht rennt irgendwo noch so ein kleiner Grünling durch die Stadt. Hast du noch nicht mitbekommen? Einzelne Chemie haben merkwürdige Objekte am Himmel gesehen. Ein Bürger wird vermisst. Ob Aliens verantwortlich sind, ist bisher nicht bekannt. Also ich hab den Beweis. Ich hab den Beweis auf Video, ja? Aliens, ich hab euch. Ihr könnt nicht fliehen, ich hab euch. Verhandlungsplakate werden schon gedruckt. Euer Raumschiff wird gefunden, ihr werdet auseinandergenommen. Ich hab Will Smith gesickt. Will Smith! Willi Schmidt hab ich geschickt. Der Willi! Und ich darf meine Bürgermeister wieder upgraden. Gerade weil die ganzen protestierenden Leute da sind. Jetzt ist die Frage, böse. Wachposten? Ein Gästehaus? Ein Balkon? Damit die schreiende Meute auch besser, mich sehen kann, wenn ich auf den Balkon hinaustrete. Was kann ich denn alles machen? Garage für Sportwagen, ja, das kommt doch gut an bei der Bevölkerung, das ist, oder? Das ist das Allerwichtigste, ohne das geht gar nichts. Sag, Garage für Sportwagen eingebaut. Ohne die Garage geht gar nichts. Ohne die geht ja nichts. Da stehen sie sogar jetzt schon in meiner Garage. Ich weiß, ihr liebt mich, ja, ihr liebt mich, danke, danke, ne? So, ich muss 12 schon einen Sympathiewert von 80% haben, was bei 83% gut machbar ist. Noch. Bis jetzt meckern sie auch nicht, dass ich die Steuern ein bisschen angezogen habe. Gucken, wenn ich jetzt mal auf 10 stelle, was dann passiert. Das hat nur bei mir fast auszusehen, der Hauptverkehrsstraße abgerissen. Das wäre nicht so gut, glaube ich. So, dann können wir mal wieder eine Veranstaltung planen, wa? Obwohl, du hast mich mal gesagt, mach es nicht so oft, da haben die keinen Bock drauf, ne? So war es bei mir zumindest. Dann warte ich mal ein bisschen, bis sie wieder wolle.
Wolle? Wolle. Bolle, Wolle. Weißt? So, ach, hier passiert, hier blinkt gerade so viel. Was sagt er mir hier? Rathausmodul verfügbar. Das ist ja schön fürs Rathaus, aber ich brauche kein Modul mehr. Ich finde das ja nett, dass ich ins Bauen kann, aber ich habe noch nicht mal einen Simcopter One. Ein Simcopter One? Ja, da brauche ich einen internationalen Fluchthafen. Ein Fluchthafen? Ein Fluchthafen. So, was sagt denn hier der Grundstückspreis? Das sieht doch optimal aus, der Grundstückspreis. Die einen nennen es Flughafen, ich nenne es Fluchthafen. Meinst du, wenn du die singst, kannst du sie auf die Pelle rücken? Ja, ja, damit ich einfach weg kann. So, was sie hier aber kräftig meckern, ist Mangel an Arbeitern. Das heißt für mich ja, dass ich hier mal gucken sollte, dass ich hier mal mehr, weniger Gewerbegebiete, würde ich sagen, und dafür mehr Sims. Das heißt, ich werde jetzt hier eiskalt ein Gewerbegebiet abreißen, ne? Eiskalt. Habe ich auch gerade gemacht, ein Stück Gewerbegebiet und dafür ein Stück Wohngebiet. Richtig, ich wechsle mich jetzt einfach die Box ab. Wechsle einfach die Box für die Wohngebiete. Und du boxest die Wex. Nee, das klingt scheiße. Stimmt. Backbox, Box, Back. Backstreet Boy Box. Nee, das ist was anderes. Backstreet Box. Backs? Backs, Backs, Bier? Bier? Backs? Ja. Wir verrennen uns gerade, habe ich so ein Gefühl. Ich produziere 9608 Barrel pro Tag. Und das Problem ist, meine Stadt wird voll. Eine Stadt wird voll, meine Ohren langsam. Und Brandstifter aus die Tatschhausen bedroht hiesige Häuser. Warum machen die das? Weiß ich nicht, bei mir gibt's nichts mehr zum Brandstiften, bei mir ist alles feuerfest gebaut. Alles! Alles feuerfest! Ja. Durchweg! So, da sogar kann gucken, wo er bliff. Sogar die Bäume. Sogar die Bäume. Ja, ich würde da gerne für eine Metallzentrale. Würde ich ja gerne 96 Tonnen am Tag fördern. Aber wie soll ich was fördern, wenn wir mit der Lager voll sind? Wenn nicht genug exportiert wird. Wird nicht hier noch exportiert, das ist ja. Ich hab schon einen Handelsposten komplett nur Erz drauf und das Ding ist voll. Es sterben immer mehr, einfach schrecklich. Ja, was soll ich denn da machen? Krankenhaus bauen. Ja, han ich doch. Ich han sogar ein Krankenhaus in ein Industriegebiet gebaut, damit die behandelt werden können. In dein Glitchberg rein? Ja, mein Glitchberg. Wie ihr seht, ich mach mal jetzt hier kurz das Gesundheitsmodul aus. Wie ihr seht, meine Glitch-Werkstatt ist weg. Leider. Leider. Oh nein, wie schrecklich. Sie ist weg. Glitscht. Es hat sich ganz weg. Es hat sich entglitscht. Hat sich ausgeglitscht, ja. So Leute, baut man ein bisschen schneller hier eure Buden, ja. So, also noch enger kann ich jetzt wirklich die Krankenwagen nicht aneinander bauen. Da ist wirklich Pfosten an Pfosten. Und Außenspiegel an Außenspiegel. So. Außenspiegel an Außenspiegel, aber sowas von, ne? Ich sehe hier überall kleine Blasen aufploppen. Mir tut alles weh, Mama. Kleine grüne Aliens. Nee, die hat mal vor. So, aber ich kann mal gucken. Ich gucke. Was willst du gucken? Ich könnte natürlich jetzt hier noch, also das sieht der Mats jetzt nicht, aber. Jetzt weiß ich, warum ich die Krankheitsprobleme habe, ne? Also wenn ich hier ein Gebiet habe, ne, wo ich nicht nichts hinpflanzen kann, dann ist das verständlich. Soll das hier ein Juwelier sein oder was? Agrimarch, das oben. Sind in jeder Himmelsrichtung oben, in L4 Himmelsrichtung sind so Schilder dran, gell? So schwarze Schilder mit den Diamanten drauf. Ja, sagt einiges aus, ne? Ja, bestimmt riesige Diamantenlager von dem Gebiet. Die Bonzen haben dich gefunden. Die Bonzen? Die Bonzen, genau. So, ja, Krankenhaus, ich habe jetzt nochmal ein Krankenhaus gebaut. In der Hoffnung, dass das noch ein bisschen hilft, um die Krankheitenrate zu senken. Sag mal, dass ich sagen kann, sind das die Namen für die Gebäude einfach nur zufällig vergeben? Ich denke mal. Weil ich habe hier zwei verschiedene Gebäude, sag schon, 54 Modelle, die hier stehen nebeneinander. Und haben beide gleich Namen. Aber heißen beide Metropolitan East. Falls sich jetzt hier gerade eine Firma angesprochen fühlt, die Metropolitan East heißt, so möchten wir gerne bekannt geben, ihr Name wurde geklaut. Also einer von den beiden Namen wurde gerade geklaut. Wer jetzt genau der erste Übeltäter war, können wir ihn nicht sagen. Richtig. Nee. Was für ein Städtchen hier, ne? Das ist doch mal ein schöner Hotelname hier zum Döser. Ich habe ja einen unglaublich geilen Hotelnamen. Hotel Jedermann und ganz oben steht fett drauf Zimmer. Bei mir heißt zum Döser. Zum Döser, auch nicht schlecht hier.
Wo gehen wir schlafen? Schatz, wir fahren zum Döser. Was machen wir da? Dösen. Was denn sonst? Aber es steht da dick und fett oben am Dach. Zimmer. Ja, das ist super, ne? Auch, was habe ich hier für einen Namen? Ist das bei dir auch so ein Viereck, das so ein bisschen aussieht wie so eine kleine Burg oder wie so ein Schloss? Ja, genau, mit rotem Dach, ne? Genau. Überall so kleine Zipfel auf den Dächern. Das Ding ist bei mir zum Döser. Ja, das ist bei mir Hotel Jedermann. Das habe ich nochmal in Blau. Das ist Gasthaus Mittelmaß. Auch sehr sympathisch, der Name. Ja, da wohnen wir. Ja, mittelmäßige Leute halt, ne? Was hatte ich hier noch? Nochmal Hotel Jedermann, ey, das ist ja voll die Kette. Aber das sieht richtig cool aus. Das hat hier, ich zoome da jetzt mal drauf, Leute. Gast und Kur am Eingang stehen und das ist richtig schick. Das was ist Gast, auch so Gast und Kuh? Kur. 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 Verstehst du? Verstehst du? Und ich kann schon wieder meine Villa ausbauen. Was ist denn hier kaputt? Das ist ja widerlich hier. Was baue ich denn diesmal? Also ich habe jetzt die Option, noch ein Gasthaus, einen Wachposten oder einen Balkon. Was meinst du? Was? Ein Gasthaus, ein Wachposten oder Balkon? Der Bürgermeister wieder? Ja. Da würd ich sagen, ein Wachposten, wenn die Sims zu auf Fisch wären. Da muss man ein bisschen unterdrücken, ne? Das ist schon. Direkt der Wachposten natürlich links von meinem, von meiner Garage. Damit hier auch ganz klargestellt ist, was Sache ist. Nicht, dass wir die Autos klauen. So, das Krasse ist, da baust du eh ein kleines Stück dran und die alle freuen sich den Arsch auf, weil du deine Villa ausbaust, obwohl sie vorne krass somat protestieren. Was, somat? Somat. Ach, krass somat. Der Grund zu niedrigste Grund, zu niedrigste, weißt du? Zu niedrigste. Dann die Leute protestieren, der Grund zu hohen Mieten. Ja Leute, ich hab die Mieten auf 10%, auf 9% sogar, was wollt ihr noch? Also bei mir protestieren wir wegen zu niedrigste Grundstückspreise, was ich zu viel niedrigste? Ja, die wollen die Grundstückspreise in den Terror hochgehoben kriegen. Das Schöne, das Dumme ist ja nicht nur, dass sie nicht mal die Grünfläche zertrampeln von meiner Villa. Nee, sie rennen noch fröhlich durch den Springbrunnen da vorne am Kreis. Ja, gewusst wie, ne? Das Problem habe ich auch. Also ich kenne deine Sorge um die Frische des Springbrunnens. Ich will nicht wissen, wie viele Füße bei mir schwimmen. Die armen Keukarpfen da drin, die müssen da Angst haben. Am Keukarpfen? Ja, meine Guppies weinen auch schon. Ich habe ganz seltene Schelm-Guppies da drin. Ich habe keine Ahnung, ob es diese Art gibt, aber ich fand den Namen gerade schelmig. Ha, ha, ha. Oh, der war schlecht. Aber für den Moment war auch irgendwie gut. So, machen wir hier noch einen viel zu teuren Park hin. Was die einfach nicht interessiert, da ich den hinbaue. Und checken nochmal die Grundstückspreise jetzt. Ja, warum bei mir überhaupt die Grundstückspreise? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Das ist so. Da waren die Grundstückspreise. Da ist es dunkelgrün, da ist es hier überall hellgrün. Ich glaube, das liegt einfach an der Straße. Bei mir ist es tiefgrün fast überall. Aber Kingas, ich baue jetzt nicht die Straße um. Ich bin doch nicht bescheuert, ist ja genau mein Plan gewesen. Sogar im Industriegebiet geht's langsam ins Zart-Hellgrüne bei mir, die Grundstückspreise. Wir wollen ja ein Park. Weißt, Industriegebiet, hohe Grundstückspreise, das passt doch nicht. Das passt doch nicht. So, wir müssen jetzt mal weiter gucken. Ich pflanze hier noch irgendwo sinnlos Parks rein. Vergiss nicht nebenbei auf Dacho zu gucken. Ein bisschen Zeit haben wir zwar noch, aber ich wollte es noch schon mal gesagt haben. Ich weiß. So 5 Minütchen haben wir noch und da ist er schon wieder vorbei, Kingas. Der Tiet rannt weg, weißt du. Da hast du GG eine Blichtrufe und dann ist es schon passiert, ne? Da verstand sie einfach nicht. Da müssen wir mal hier schnell gucken, da wir hier noch eine Veranstaltung rausbauen. Dann sind die wieder am Portal verjangen in der Sims-Welt. Glaube ich. Oh, ich hab 150.000. Das schreit ja fast nach dem Fort schreit's nicht. Ich mach mal eine Sportveranstaltung. Ich hab aber nur 1600 Stunden und allein die Standardvariante vom Recyclingzentrum zieht schon 700 runter. Das ist natürlich. Und dann muss ich noch einen extra Handelsposten bauen, weil der eine ja nur für Eisenerz hier ausgelegt ist. Aber wiederum mit den Exporten, dann macht man wieder ganz schön viel Kohle. Oh, da steht ich gerade. Gewerbegebiet, obere Einkommensschicht, freut sich. Alle sind irgendwie zufrieden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber okay.
Wir wollen mehr Abnehmer, die wir liefern können. Das wäre jetzt der Wunsch noch meiner Industrie. Aber ich gehe ja eigentlich gar nicht auf Industrie, ne? Ist ja das. Ich wollte mal gucken, also ich krieg Passagiere von außerhalb jetzt für meine Fährehafen 92 pro Tag. Das ist jetzt nicht so proppe. Und dann kriege ich hier auf dem Zug, aber auf dem Zug 1304 pro Tag. Also ist gerade gesprungen von 796 auf 1304. Wovon redest du gerade? Meine Homies, die hier hinkommen. Meine Touristen. Achso, über den Zug? Genau. Also ich guck mal. Jetzt gucken wir mal, was auf Besuch ist. Ich habe 17.655 auf Besuch. Kann man ja nicht meckern, ne? Für eine Touri-Stadt. Ja. Mal gucken, was bei mir die Touristen sagen. So, lass mal gucken. Busse haben wir 9.864 Passagiere pro Tag. Ist ja noch recht harmlos. Die Busse ist auch eine Idee. Wartezeit habe ich auch vor knapp einer Stunde auf 46 Minuten gedrückt. Das erfreut uns ungemein. Da könnte ich eigentlich auch noch ein paar hinpflanzen, fällt mir gerade ein. Busse. So, was sagt der mein Bahnhof hier? Passagiere 975 pro Tag, klingt auch nicht so schlecht. Und mein Hafen, einheimische Passagiere 509 und von außerhalb 610. Dort läuft doch. Ja, meine Busse habe ich noch gar nicht geguckt, wo du gerade sagst, ne? Das, also. Wartezeit bestimmt 5 Stunden. 1185 Einheimische und von außerhalb auch noch 543. Bei den Bussen? Ja. Ach da, wie viel? 1185 einheimisch und 543 außerhalb. Durchschnittliche Wartezeit 14 Minuten. 1768 einheimisch und von außerhalb 198 und durchschnittliche Wartezeit 13 Minuten. Ja, die habe ich auch, aber wenn ich dann Doppelklick mache, sagt er mir unten rechts 37 Minuten. Aber ja, wenn ich Doppelklick mache, sagt er mir 46 Minuten. Aber 10.494 Passagiere pro Tag, ne? Kann man rechnen, ne? Also ist adjoint hier. So, und dann gucken wir mal nochmal, weil ich habe so ein Gefühl, ich habe gerade eben noch drauf geguckt, noch 2 Stunden, Ingame-Stunden, dann habe ich wieder was zum Anbau meiner Burger. Oh, da brennt es, wo ist denn hier die Feuerwehr? Feuerwehr, ja, danke, dass du mir jetzt zeigst, dass wir Feuerwehrprobleme haben, das ist echt super, das nützt mir gerade so null, wenn ich die jetzt eigentlich bräuchte. Oh, ich sollte ja vielleicht mal eine hinpflanzen. Zack, hin damit, was die Eltern war. Zack, rin. Glöcksche auf den Kopf. Glöcksche drauf, komm. Der Glöcksche? Feuerwehrwagen dran. Schild auf den Dach. Leute, was baut denn hier ständig aus, ja? Löschen, geht doch löschen. Jetzt warte doch nicht, dass das Ding auch geschlossen ist. Ich krieg hier die Grieche in der Stadt. Aber während da links dieses Gebäude abbrennt, liebe Freunde, habe ich gleich rechts hier die Möglichkeit, noch einmal meine Villa auszubauen. Und zwar genau jetzt. Ich konnte gerade nicht aufhören, da drauf zu glotzen. Und jetzt denke ich, ist Zeit um den, das Gästehaus. Komm. Was kriege ich noch hier? Garage für Limousine, okay. Erweiterungsflügel, okay. Treibhaus, Tennisplatz. Treibhaus? Ja. Swimmingpool, Aussichtsturm. Partyflügel ist auch geil. Also ich will von Aussichtsturm, du kannst den Sims schon beim Demonstrieren zugucken. Also ich mach auf, ja, den kann ich ja noch nicht bauen. Aber ich kann mir den Balkon bauen und den baue ich mir schon mal, damit ich da zugucken kann. Und in diesem Sinne, Leute, ich schaue auf meinen Balkon, während die Sims, während mein Bürgermeister hoffentlich bald den streikenden Sims dazu guckt. Und das heißt für uns, dass es Zeit ist, wieder einmal zu gehen. Da baut schon wieder ein Haus aus. Oh, ich freue mich. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich sehe, wie die Häuser ausbauen. Und ja. Zwar riesig. Und ja, wir zoomen aus der Stadt raus. Wie ein frisch paniertes Schnitzel vor, dass ich da. Wie ein frisch paniertes Schnitzel. Und zwar alles mal aus Vogelperspektive. Ach nee, ist ein hier ein reges Leben. Und in diesem Sinne sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge bei SimCity, wenn der Matze wieder dran ist. Und das war's. Bis dann. Tschüss.